Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und das ist nur ein ganz, ganz kurzes Video. Und zwar möchte ich euch heute eine SBC-Lösung zeigen und zwar Deutschland gegen Frankreich. Diese SBC kostet ca. 4000 Münzen und man bekommt ein 15k-Set. Deswegen dachte ich mir, komm, ich hau das einfach mal schnell raus für euch. Und Leute, demnächst werde ich auch wieder dein Team aufnehmen. Das heißt, sendet mir jetzt noch gerne eure Teams, dann werde ich da den einen oder anderen noch mit reinpacken. Einfach bei Instagram, dort heiße ich FIFA Allstars Underline David. Ich werde insgesamt wieder 5 Teams bewerten und die Folge, ja, wird einfach die nächsten Tage jetzt dann online kommen und wir widmen uns jetzt auch schon direkt der SBC. Und zwar seht ihr hier, ich habe insgesamt 7 Goldspieler und dann halt auf den Seiten eben Franzosen aus einer Liga und Deutsche aus einer Liga. Das Ganze hat genau 4200 Münzen gekostet, also extrem günstig das Ganze wirklich. Man braucht überhaupt keine Loyalität oder so, das geht sich unfassbar leicht aus. Ihr seht, wir haben 96 Chemistry und 85 braucht man, also es ist wirklich leicht zu lösen. Wir senden das Ganze ab und haben somit Deutschland gegen Frankreich bzw. Deutschland-Frankreich einfach abgeschlossen und da bekommen wir jetzt eben das 15k-Set. Also ja, warum sollte man diese SBC nicht machen für unter 5k? Einfach mal ein 15k-Set, richtig easy zum Mitnehmen. Und dann drücken wir auch schon direkt drauf in 3, 2, 1, go, come on, vielleicht ziehen wir wieder mal was Gutes. In letzter Zeit haben wir Robben und Lukaku gezogen und jetzt ziehen wir leider keinen Leinwandspieler. Schade, schade, schade. Wir ziehen in diesem Pack einen ZOM. Es müsste Garcia sein. Ja, geht in Ordnung, geht aber natürlich auch wesentlich besser. Wir schauen, was noch im Pack drinnen ist. Vielleicht ist ja da irgendwas drinnen, was dann doch noch ein paar Coins wert ist. Ja, man bekommt hier sicherlich, hoppala, alles klar, man bekommt hier sicherlich seine Coins halbwegs wieder raus. Also diese 4.000, 5.000 Münzen bekommt man da schon raus. Ich meine zum Beispiel so ein Anchor, können wir mal nachschauen, was die Karte im Moment wert ist. Kostet auch so 1.000 Münzen und die Teamfitness und so. Also da bekommt man sicherlich die Coins wieder raus. Also ich würde euch schon raten, die SBC einfach mal zu machen, denn ja, wie gesagt, kostet 5.000 Münzen, wieso nicht, ja. Und dann war es auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 Video. War nur, wie gesagt, ganz, ganz kurzes Video für zwischendurch. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr noch beim Gewinnspiel teilnehmen wollt, dann schreibt jetzt Hashtag Xbox oder Hashtag PlayStation in die Kommentare. Es kommt eben drauf an, auf welcher Konsole ihr spielt. Und Leute, ich denke mal gerade so, komm, ich habe noch 150 FIFA Points auf dem Account und die hauen wir jetzt einfach raus. Ein 7-5er, damit das Video noch ein bisschen knackiger wird. Noch ein Leinwandspieler. Leider nein, es ist eine Non-Rack-Karte. Okay, das ging richtig nach hinten los. Das war's mit dem Video. Nehmt, wie gesagt, gerne beim Giveaway teil. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr aus diesen Packs gezogen habt. Und dann war es auch schon von meiner Seite. Wir sehen uns beim nächsten Stream oder Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Habt immer High Hopes und ciao.